ich habe euch gefragt, mit welchem Charakter soll ich das nächste Mal Online-Data trollen? Und ihr habt mir wirklich so oft in die Kommentare oder in den Discord reingeschrieben, dass ich mal Online-Data als Marinette bzw. Ladybug trollen soll. Und ja, Leute, ich dachte mir halt so, ja, coole Idee, aber... wer ist eigentlich Marinette oder Ladybug? Und bevor wir jetzt weitermachen, erstmal eine Frage an euch. Und zwar, kennt ihr Ladybug bzw. guckt ihr die Serie Miraculous? Schreibt es unbedingt jetzt in die Kommentare. Ich weiß mittlerweile auf jeden Fall, dass sehr, sehr viele von euch diese Serie gucken. Und da halt sehr, sehr viele von euch wollten, dass ich so eine Folge mache, wo ich Online-Data als Ladybug trolle, musste ich mir auf jeden Fall erstmal eine Folge von Miraculous angucken. Denn ja, ich wusste wirklich gar nichts über diese Serie. Und ja, Leute, jetzt bin ich auf jeden Fall ein Miraculous-Profi. nicht. Aber ich kenne auf jeden Fall schon mal die ganzen Basics über diese Serie. Also, Freunde, ihr wisst, was wir machen. Wir quatschen jetzt gar nicht mehr so lange rum, sondern wir erstellen uns jetzt erstmal einen komplett neuen Account. Und da wären wir auch schon, Freunde. Und wie wir sehen, ich habe ja auch schon meinen Benutzernamen ausgewählt. Ich heiße nämlich jetzt Marinette-Ladybug. Ich glaube, Freunde, das passt doch, oder? Wir registrieren uns einfach einmal. Und tada, Leute, da sind wir auch schon fertig. Und Leute, wir müssen auf jeden Fall erstmal unseren Skin ändern. Auch wenn dieser Bacon-Skin irgendwie ein bisschen aussieht wie Marinette, oder, Freunde? Findet ihr nicht? Also eigentlich von den Klamotten her passt das. Aber naja, die Haare, ja, was soll ich sagen, sind halt Bacon-Haare. Also Leute, wir gehen jetzt erstmal auf einen öffentlichen Brookhaven-Server. Und dann werden wir uns einen richtigen Marinette-Skin erstellen. Sui! Und auf! Wären wir auch schon. Let's go. Okay, Leute. Wir sehen hier auf jeden Fall schon ein paar Mädchen. Ja. Single. Hier ist noch eine Single-Online-Daterin. Also, Freunde, mal schauen, ob das heute was wird. Ihr wisst ja, als Mädchen Online-Dater zu trollen, ist es gar nicht mal so einfach. Aber ja, als Junge ist es auf jeden Fall viel, viel einfacher, Online-Dater zu trollen. Denn ich muss wirklich sagen, die Mädchen in Brookhaven sind viel, viel süßer als die Jungs. Ich glaube auch, das ist, weil ihr zu viel Miraculous guckt, ne? Ja, ja, ja. Okay, nein, Spaß. Aber Leute, lasst uns erstmal einen Marinette-Skin machen. Sui! Für die Hose geben wir einmal diesen Code ein. Für das T-Shirt benutzen wir diesen Code. Und zum Schluss noch die Haare, Freunde. Da benutzen wir diesen Code hier. Tada! Fertig ist unser Marinette-Skin. Bewertet jetzt diesen Skin von 1 bis 10 in den Kommentaren. Findet ihr, ich habe das gut gemacht? Oder findet ihr, mein Marinette-Skin sieht ein bisschen komisch aus? Schreibt eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Jetzt beginnt auf jeden Fall der Test. Schaffen wir es als Marinette, Online-Data zu trollen? Beziehungsweise schaffen wir es, einen Online-Data-Jungen zu klären? Und Freunde, wir werden gleich auf jeden Fall noch unseren Skin wechseln. Das heißt, wir werden uns gleich auf jeden Fall noch einen Ladybug-Skin erstellen. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Läuft es besser als Marinette oder läuft es besser als Ladybug? Das werden wir jetzt auf jeden Fall herausfinden. Also Freunde, let's go! Ja, Leute, wir haben nur ein kleines Problem. Hier ist ein Mädchen, hier ist ein Mädchen, hier ist ein Mädchen, hier ist ein Mädchen und hier ist ein Mädchen. Also überall hier sind Mädchen, aber hier ist kein einziger Junge. Was ist das hier? Schaut euch das mal an. Überall sind einfach nur Mädchen. Oh, schaut euch mal an, wer hier gespawnt ist. Noch ein Mädchen. Und wer glaubt es? Hier ist ja noch ein Mädchen. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Leute, hier sind zwei Jungs gespawnt. Ey, Jungs, was geht ab, Mann? Leute, ich schreibe einfach mal direkt. Ulala, du siehst aber heiß aus. Leute, der läuft einfach weg von mir. Hä? Der sagt nicht mal Danke oder so. Und jetzt hat er auch noch den Server verlassen. Perfekt. Und Leute, ich glaube, ich sehe dich richtig. Das Mädchen hat einfach ein Lamy-Cape. Ey, Sui. Freunde, guckt euch mal an, was dieses Mädchen gerade in den Chat geschrieben hat. Sie schreibt, bist du Lamy? Der trollt heute Online-Data. Und Freunde, guckt euch mal ihren Namen an. Sie heißt einfach Emilys und Lamys Fan. Ihr seid so zuckersüß, Freunde. Ich küsse eure Herzen. Aber jetzt mal im Ernst. Wie hat mich dieses Mädchen erkannt? Sag mir das mal bitte. Wir haben einen komplett neuen Account erstellt. Ich sehe aus wie Marinette. Wie hat die erkannt, dass ich Lamy bin? Oh Mann, ey. Egal, wie ich mich nenne oder egal, wie ich aussehe, ihr kennt mich irgendwie immer. Ah, ich finde das schon ein bisschen süß, Leute. Aber naja, oha.
Wen haben wir denn hier? Aha. Irgendwie, Freunde, sieht er aus, als wäre er von Star Wars oder so. Ich bin dein Vater. Alles klar, ich gehe ja schon. Moment mal, wen haben wir denn hier? Aha. Ey, nein, nimm mich mit. Nein, warte doch auf mich. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Aha, aha. Wen haben wir hier? Dustin, Single, trauriger Smiley, allein. Ich schreibe einfach mal, hi, Dustin. Hä, und wo kommt die denn jetzt her? Ey, das Mädchen will mir einfach meinen Freund klauen. Ey, ganz ehrlich, dann gehe ich halt zu diesem Typen hier. Hallo, wollen wir Squid Game spielen? Oh mein Gott, hä? Ich schreibe einfach mal, hey. Und Leute, er läuft weg von mir. Perfekt. Also als Marinette läuft es auf jeden Fall noch nicht so gut. Aber mal gucken, Freunde. Ich hole auf jeden Fall noch das Beste raus. Ich breche einfach mal hier ins Haus ein. Oha, was geht denn hier ab? Aha. Ey, yo, was hat der denn für einen freshen, sassen Online-Data-Skin? Oh mein Gott. Der hat mich einfach gerade gebannt. Nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott, ey. Wenn die nur wüssten, dass ich eigentlich Ladybug bin und nicht Marinette. Ich glaube, es wird auch langsam Zeit, mal den Server zu wechseln. Denn schaut euch mal an, was hier für Jungs rumlaufen. Freunde, wie bewertet ihr deren Skins? 10 von 10, oder? Ja, Leute, willkommen in Ohio. Es wird auf jeden Fall Zeit, jetzt den Server zu wechseln. Und perfekt. Okay, wie sieht es hier auf diesem Server aus? Scheint nicht so gut, oder? Hallo? Kleines Mädchen? Geht's dir gut? Naja, Freunde, wir sind auf jeden Fall nicht auf der Suche nach Mädels, sondern nach Jungs. Hey, Mr. Policeman. Ich frage ihn einfach mal, bist du Polizist? Hallo? Hallo? Hallo, ist da jemand? Oh mein Gott, ey, warum sind denn alle Spieler AFK, ey? Ey, yo, wer ist sie denn, Leute? Ich muss wirklich sagen, das ist echt ein fresher Online-Data-Skin für Mädels. Aber der Skin ist auch super. Wir brauchen keine Susan-Mädels, wir brauchen die Susan-Jungs. Wo seid ihr, Jungs? Moment mal, wen haben wir denn hier? Hä? Guckt euch die mal an. Das sind einfach Essenslieferanten oder so. Hä, der will 10 Euro von mir? Warum das denn? Ich habe noch nicht mal was bestellt, Mann. Oh, der redet gar nicht mit mir. Das ist der Typ, der Essen bestellt hat. Oh mein Gott, Moment mal. Ich mache jetzt Trick 17, Freunde. Ich schreibe einfach mal... Oh, du hast Essen für uns bestellt. Wie lieb von dir. Hä, warte mal, was habe ich jetzt verpasst? Sie schreibt einfach, du betrügst deine Freundin. Oh, warte mal, der Typ hat eine Freundin. Ups. Ich schreibe einfach mal, ja, wir sind zusammen. Und sie schreibt, was, du lügst, geh weg? Okay, dann gehe ich halt weg zu Leon nach Hause. Oh mein Gott, der hat abgeschlossen. Leon, mach die Tür auf, Mann. Oha, wer ist sie denn? Geh, habe ich gesagt. Und jetzt schreibt Leon auch noch, Digga, geh, ich kenne dich nicht mal. Ich habe keine Freundin. Leute, ich schreibe einfach mal, hä? Du wolltest mich eben noch daten. Jetzt schreibt der, Julie, ich komme, warte. Und jetzt sagt er doch, dass ich eine Lügnerin bin. Und er bannt mich. Perfekt. Nee, 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 so schnell kriegst du mich nicht weg. Leon, ich bleib bei dir, mein Schatzi. Ich schreibe einfach mal, Leon, ich dachte, wir lieben uns. Und er schreibt einfach nur, Digga, nein, Leon, warte auf mich, bitte. Oh Mann, weißt du was? Dann mache ich halt Schluss mit dir, Leon. Ich glaube, die zwei haben auf jeden Fall auch Streit. Er schreibt, mit dir will ich nicht mehr arbeiten. Und was will die denn eigentlich von mir, du Lügnerin? Ich schreibe einfach mal, dein Arbeitskollege wollte mit mir zusammen sein. Und jetzt schreibt sie, warte mal, was? Und ich schreibe, ja, wirklich. Und sie schreibt, er mag mich. Nicht dich? Ich schreibe einfach mal, ja, er mag mich nicht, er liebt mich. Seht ihr, Leute? Er schreibt sogar, Ladybug, ich bin ein Fan. Oh mein Gott, das klappt ja so perfekt. Ich schreibe einfach mal, siehst du? Tja, und da fährt die weg. Leute, ich glaube, ich habe hier gerade wirklich den perfekten Kandidaten getroffen. Er schreibt sogar ein Kuss-Emoji. Ich schreibe einfach mal, oh, das freut mich, das ist voll lieb. Ich schreibe einfach mal, lass uns auf ein Date. Und er schreibt jetzt, komm mal mit, okay. Oh. Oh, oh, Leute, guckt euch mal an, wer hier wieder zurück ist. Leon, und er schreibt, du Lügnerin. Ich schreibe einfach mal, keine Zeit für euch, ich habe einen neuen Freund. Seht ihr, Leute, er schreibt sogar, sie ist meine Freundin. Let's go. Oha, Leute, die beleidigt mich einfach. Oh mein Gott, jetzt schaut euch mal an, wer hier wieder gekommen ist. Leute, es gibt Streit. Ich schreibe einfach, ihr seid einfach nur eifersüchtig. Ey, Leute, das wird mir hier auf jeden Fall zu viel. Ich schreibe jetzt einfach mal, Baby, komm mit. Oh, Leute, endlich. Ich habe ihn für mich gewonnen, Zoe. Ja, Freunde, er hat mich jetzt auf jeden Fall zu sich nach Hause mitgenommen. Perfekt. Und ich schreibe einfach mal, endlich sind wir alleine. Und er schreibt, ich glaube dir. Okay, Leute, und ich glaube, es wird jetzt Zeit. Ich schreibe ihm einfach mal, ich will dir was zeigen, okay? Und er schreibt, ja.
Perfekt. Ich schreibe ihm einfach mal, warte bitte eine Minute hier, okay? Und er schreibt ja, sehr, sehr gut. Okay, Freunde, wir gehen mal ganz kurz nach hier unten. Los, Tiki, verwandle mich! Leute, schaut euch meinen Ladybug-Skin an! Leute, bewertet den auch gerne mal von 1 bis 10 in den Kommentaren. Ich muss aber sagen, der sieht echt perfekt aus, oder? Aber Freunde, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich hoffe mal, er wartet noch auf mich und da ist er! Und oh mein Gott, da ist schon wieder dieses nervige Mädchen. Aber ich schreibe einfach mal, hier bin ich, Baby, Überraschung. Und er schreibt, oh mein Gott, Ladybug! Ja, was willst du jetzt sagen, Mädchen? Der Unterschied zwischen uns beiden ist... Ich bin hier in seinem Haus drinne und du nicht. Ich schreibe einfach mal, hör nicht auf sie. Du bist meine große Liebe. Und er schreibt, ich bin so froh. Leute, seht ihr das in seinem Gesicht, wie froh er ist? Und Leute, er hat mich sogar hier unten gerade geedit. Wir nehmen natürlich seine Anfrage an, Leute. Ja, dieses Mädchen macht richtig Auge. Sie schreibt, kannst ein besseres Leben haben, nicht mit ihr. Bitte, ich habe gesehen, wie sie jemand anderes geküsst hat? Hä? Was erzählt die für einen Schwachsinn? Die lügt hier einfach rum. Die erzählt einfach, dass ich irgendjemand geküsst habe. Ich schreibe einfach mal, oh mein Gott, was für eine Lügnerin. Und jetzt schreibt ihr noch, ich lüge nicht. Hä? Und jetzt schreibt er, warum machst du das? Aber Leute, ich schreibe, habe ich nicht gemacht. Ich schwöre. Und jetzt schreibt er, ich bin so getäuscht. Ich glaube, er meint enttäuscht. Ey, aber ich liebe dich doch. Bleib stehen. Hä? Und jetzt, die klaut gerade einfach meinen Freund. Nicht ihr Ernst. Oh mein Gott, nicht ihr Ernst, oder? Nein, 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 das lasse ich auf jeden Fall nicht auf mir sitzen. Ich laufe den einfach mal hinterher, Freunde. So, die gehen hier zu Brooks Dinner also. Und ich schreibe einfach mal, du kleine Lügnerin, geh nach Hause. Er gehört mir. Und er da hinten schreibt, ich bin so getäuscht. Oh Mann, das heißt immer noch enttäuscht, aber ist ja auch egal. Aber Leute, wir müssen ihn auf jeden Fall trösten. Ich schreibe einfach mal, Baby, weine nicht. Oh, oh, oh mein Gott. Er hat eine Pistole rausgeholt. Nicht sein Ernst, oder? Warte mal, was? Der will sich selbst umbringen? Nein, bitte nicht! Ist es gerade passiert? Hat er sich gerade umgebracht? Nicht sein Ernst, oder? Hä? Und jetzt entführt ihr den einfach mit dem Einkaufswagen? Ey, hast du nicht gehört? Der ist tot, Mann. Du kannst doch nicht einfach seine Leiche mit einem Einkaufswagen wegtragen. Oh mein Gott. Leute, wisst ihr was? Dann steige ich halt auch in den Einkaufswagen. Haha. Ich schreibe einfach mal, sie oder ich. Oh Leute, ich glaube, das wird hier ein kleiner Wettbewerb. Ich muss ihn jetzt auf jeden Fall verarzten. Leute, das machen wir natürlich ganz, ganz schnell. Und Leute, ich schreibe einfach mal, mit meinem Kuss bist du geheilt. Mua. Hä? Leute! Ich hab ihn gerettet. Seht ihr, er lebt wieder. Und ich schreibe, ja, du lebst. Hab dich gerettet. Und jetzt schreibt er, sag zurück die Wahrheit. Hä? Wo ist er hingelaufen? Oh mein Gott, ey. Immer noch dieses Mädchen hier. Leute, ich schreibe jetzt einfach mal, soll ich die Wahrheit sagen? Oh Mann, ey, wäre mir nur dieses Mädchen nicht in die Quere gekommen. Und jetzt ist der Junge, hä, weg? Der ist weggelaufen. Nein, wo ist mein Online-Data-Freund? Oh mein Gott, da ist er. Na, lange nicht mehr gesehen, oder? Ich schreibe einfach mal, muss dir was sagen. Und er schreibt, was? Und ich schreibe einfach mal, Leute, ich bin Lami. Und dann schreibe ich noch, habe nur ein Video gemacht. Okay, Freunde, jetzt seid ihr gefragt. Würdet ihr sagen, ich habe es geschafft, als Ladybug Online-Data zu trollen? Mir hat es auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht in dieser Folge. Und ich weiß auch schon, mit welchem Charakter wir in der nächsten Folge die Online-Data trollen. Und dieser Charakter hat auch etwas mit der Serie Miraculous zu tun. Was denkt ihr, welchen Charakter meine ich? Oder falls ihr noch mehr Ideen habt, mit welchen Charakteren ich noch ein paar Online-Data trollen soll, dann schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Und jetzt könnt ihr noch links und rechts auf der Seite die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega, mega cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao!